Hallo ihr Lieben. Ja, bei uns ist es momentan leider nicht so schön. Wir haben ein bisschen Probleme. Wir stehen vor einem Rechtsstreit mit einem Energielieferanten, also mit dem Netzpartner, von dem man mit der Photovoltaik, PVA-Anlage. Das heißt, wir werden da mit Anwalt und das alles und wir kriegen auf jeden Fall eine fünfstellige Euro-Strafe. Deswegen ist jetzt die Stimmung bei Madness zu Hause ein klein wenig gedrückt und ja, wir haben da jetzt wirklich ein bisschen Sorgen und Probleme. Deswegen werde ich jetzt heute einfach nicht mein Opus, mein Werk sprechen lassen. Denn von mir kommt im Moment dann nur trübseliges Jammern. Von mir kriegt man im Moment nur, oh, wie schlimm ist doch diese Welt. Heute schauen wir eure Werke an. Heute hab ich das Vergnügen zu sehen, was ihr gemacht habt. Und ich muss euch wirklich sagen, die Petits, die ihr mir eingesendet habt, die sind so genial. Und ich finde auch, wenn man nur eine einfache Basic, basale Sache zusammenschraubt und daran Freude findet. Auch das ist wunderschön. Also es ist wirklich nur einfach herzugehen und zu sagen, oh, ich probiere das mal, ich leime mal ein paar Bretter zusammen. Und allein der Schritt ist, finde ich jetzt schon genial, weil allein das Bauen an sich ist ja schon so eine Freude. Und wenn das dann nachher funktioniert und man setzt sich hin und man hat wunderschöne Musik. Ich meine, das ist mit dem eigenen Werk, das man selber zusammengebaut hat, das ist einfach nur super, oder? Und es ist wirklich so, wenn es einem normal im Leben nicht so toll geht und man Probleme hat, dann ist es einfach das, wo man sich selbstständig macht und auf den eigenen Füßen was selber zusammenbaut oder was selber schafft, egal ob es jetzt mit Hi-Fi zu tun hat oder nicht, das, finde ich, hebt einen wirklich davon ab, von der Kuhherde der dahingrasenden, konsumierenden Objekten. Ne? Ja, so ist das. Ich kann noch lachen. Auch wenn man mit großen Firmen kämpfen muss, die einen einfach nur ignorieren und nicht einmal sagen, dass irgendwas nicht stimmt. Naja, schauen drauf. Die Petit, hallihallo. Eigentlich wollte ich ja die Petit nur schnell einschieben. Ich wollte ja eigentlich vorher als erstes die Silenus Faber machen. Und dann ist ja der Thorsten dahergekommen. Und da muss man jetzt einen ganz großen Dank an den Thorsten richten, dass du die Petit hier zum Thema gemacht hast. Und uns an Jean Hiraga, dem müssen wir natürlich auch danken, der hat die ja entwickelt. Le Audiophile. Und dann, viele Leute haben gesagt, das mit dem Französisch, was ich sage, ist immer nicht richtig. Ich meine, Leute, ich kann nur Französisch Accent. Ich kann Französisch Accent, aber ich kann nicht Französisch, also die Sprache. Ja, also es ist nicht meine Wahl. Ich kann nichts dafür. Ja, Entschuldigung, nehmt es locker. Ja, nicht bitte Mails schreiben. Das ist jetzt hier falsch. Und was macht die Petit so genial? Was macht die Petit so genial? Die Petit ist deswegen genial, weil die Treiber, die originalen Treiber, auch die neuen Treiber, wenn man jetzt nicht den Sigma-Treiber nimmt, sondern nur den NV-Treiber, die sind günstig. 60 Euro, 65, vielleicht 70 Euro für ein Stück Membran und ein paar Bretter MDF und das war's. Ja, ich brauche keine Frequenzweiche, ich brauche gar nichts. Und ich bekomme wirklich, jeder Mensch, der bei mir hereinspaziert, jeden Menschen, den ich die vorspiele, fast, Andreas, kriegt ein dickes Grinsen. Und einfach, jeder sagt einfach nur, wow, was, das kommt aus dem kleinen Ding raus? Das geht doch gar nicht. Also das ist dieser sogenannte Petit im Moment, das spielt und die Leute, boing, das ist ja unglaublich. Ja, also das macht das Ganze genial. Was macht die Petit so schwierig? Und zwar das Prinzip, das wir hier haben, ist die Öffnung des Bassreflexrohres und die Membran. Die Fläche, die effektive Membranfläche, 7 cm Durchmesser, wenn ihr mal das misst, ja, werdet ihr draufkommen beim NV-Treiber, dass
das Loch und der Treiber die gleiche Größe haben. Das heißt, das System ist balanced und das macht eigentlich das Gehäuse so ein bisschen zu einem Universalgehäuse. Also du kannst eigentlich da reinstecken, was du willst und alles klingt. Das ist aus diesem Prinzip die identische Fläche zwischen effektiver Treiberfläche und dem Bassreflexrohr. Und jetzt ist das Problem, dass aber nur der Fostex-Treiber wirklich diesen Petit-Effekt bringt, denn die Membran dieses Treibers hat nur 2,5 Gramm. Ja, also das heißt, wir haben da eine Membran, die hat fast das Gewicht von einer Briefmarke. Und die hat jetzt diese Fähigkeit, dadurch, dass das Gehäuse so ausgewogen ist und das Luftpolster hinter der Membran praktisch ganz, ganz leicht ist, weil es der Druck vor der Membran, der Widerstand der Luft vor der Membran und der Widerstand der Luft hinter der Membran ist praktisch gleich. Ja, jetzt kann diese Membran schwingen, wie sie will. Würde ich ein kleineres Gehäuse machen, mit weniger Volumen, würde sich das ändern. Dann würde die Membran nicht mehr so frei spielen. Ja, dann hätte ich eine Luftpolster, strengere Luftpolster dahinter. Das heißt, dass diese Membran einfach nur gnadenlos ganz genau das spielt, was von der Elektronik kommt. Und das macht leider die PD so schwierig. Ja, die zeigt gnadenlos, was da spielt. Das heißt jetzt, wenn es gut ist, klingt es gut. Wenn dahinter was Schlechtes ist, klingt es auch schlecht. Ja, und das ist leider das Problem. Und da gibt es ganz viele Leute, die das missverstehen. Ja, also da gibt es Leute, die bauen das und dann schreiben sie im Snake Oil Audio Forum, ja, das ist ja ganz nett, aber der Fostex-Treiber, der klingt ja überhaupt nicht. Ja? Und im selben Satz steht noch, er hat einen 50-Euro-Chip-Verstärker davor. Ja, klar. Und tauscht dann die Membran gegen einen Tankband. Ja, und dann klingt es auf einmal. Okay. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Petit versteht nicht jeder und Petit ist einfach ein bisschen was für Fortgeschrittene. Und da muss halt einfach das, was davor ist, auch passen. Ja, dass dann da wirklich was rauskommt. Sonst hat man halt, ja, einen Breitbandlautsprecher. Wirklich, wirklich schwierig wird es, wenn dann ein gewerblicher Anbieter sogenannte Upgrades für die PT anbietet mit anderen Treibern. Ja, das ist kein Upgrade, das ist ein Downgrade. Ja. Und die Frage ist, fehlt jetzt dem gewerblichen Anbieter die Kompetenz oder fehlt ihm der wirtschaftliche Erfolg? Ja? Und er will da einfach auf den Zug aufspringen und ein bisschen mitmischen mit dem, was er im Lager hat. Puh. Ja, lassen wir das. Also, wir wissen, die Petit ist super angekommen. Die Petit ist nicht einfach, obwohl sie sehr einfach ist, weil sie ein bisschen eine gute Elektronik verlangt. Also man muss wirklich etwas davor schnallen, was dann da klingen kann. Ich war doch auch beim Frank. Ich habe meine Petit hingezerrt. Und der Frank hat dann selber in einem Kommentar auch geschrieben, dass, also es hat ihn dann in den Kommentaren, ich weiß es nicht mehr, auf Franks YouTube-Kanal oder auf meinem, da hat ihn einer gefragt, ja Frank, und wie findest du eigentlich jetzt die PT selber? Und da hat der Frank auch selber gesagt, dass es total faszinierend ist, wie die PT den Unterschied jedes einzelnen Verstärkers genau darstellt, wie der Verstärker klingt. Und deswegen ist die PT auch, die ist sowas wie ein Mikroskop. Also mit der PT kann ich, wenn ich Kabelklang hören will, mit der geht das. Kein Problem. Also Chinch-Kabel zum Beispiel. Ja. Wenn ich hören will, wie gut ist ein Verstärker, ich verwende die Petit zum Testen von Verstärkern, weil ich höre einfach jeden Furz. Das Ding ist ein Mikroskop. Zeigt, die Membran schwingt so, dass die Frequenz der Musik, dieses federleichte 2,5 Gramm Ding, fährt ganz genau die Kurve der Musik nach. Das heißt, das, was da daherkommt an Klang, das ist das Signal. Ja? Würde ich jetzt hier eine Frequenzweiche davor schnallen, würde ich hier einen Sperrkreis reintun, dann wäre es vorbei.
dann würde dem Moment, wo ich einen Sperrkreis, Kondensatoren, Widerstände, Spulen da jetzt hineinstecke, dann kann diese kleine Membran nicht mehr das exakte Signal, das aus dem Verstärker herauskommt, wiedergeben, weil ich dieses Signal verändere. Ich meine, das ist doch eh logisch. Also ich weiß nicht, das Prinzip ist sehr simpel. Ja. Und jetzt aber, jetzt kommen wir zu euren Builds, was ich versprochen habe. Wir schauen uns jetzt an, was ihr gebaut habt. Und das ist etwas, das freut mich megamäßig und erfüllt mich mit Stolz. Das erste ist natürlich der Sebastian aus Regensburg. Der hat seine Petit ja zu mir gebracht. Wir haben die gemeinsam hier ausprobiert, weil er hat den FF125WK in die Petit reingesetzt, von Anfang an. Und da haben wir jetzt hier ein bisschen ein Thema, was auch bei der Petit, warum die Petit ein bisschen schwierig ist. Die Petit braucht eine Wand hinter sich, ja, um den Bass zu betonen. Weil die Petit ist halt einfach die Petit. Ja, also das ist ein 4 Zoll, ein 10 cm oder sagen wir mal effektiv 7 cm kleines Membränchen. Wenn man die direkt an die Wand stellt, dann kann der Bass schön boomen. Ja, wenn man in einem Raum ist, 3x4 Meter, hat man fast schon zu viel Bass. Also das ist fett. Ja, man kann sie nicht in eine, also wenn man sie jetzt wie hier in diesem Riesenzimmer hat, muss man hier wirklich eine Glasfläche dahinter haben oder wirklich eine, was weiß ich, eine Mauer. Massiv, damit hier der Bass noch wabbern kann. Und der Sebastian hat halt eben bei ihm zu Hause ein Dach, eine Mansarde, ein Dachgeschoss, wo die Wände schräg sind. Und dieser spezielle Fall ist sehr, sehr schwierig. Da hat man tatsächlich einfach zu wenig Bassunterstützung und da hilft dann die FF125WK. Die hat einfach einen höheren Bassanteil. Das ist auch von Fostex ein Zugeständnis an den modernen Hi-Fi-Geschmack, wo man eben nicht mehr gewillt ist, sich einen Class-A-Verstärker oder eine Röhre, etwas wirklich gut Klingendes zu holen. Das ist jetzt hier so ein bisschen in die Richtung. Aber der FF125WK hat definitiv den Sound, den Fostex-Sound, diesen genialen Klang, wo man einfach das Gefühl hat, hier steht wirklich eine Person da vorne. Da ist jemand, den kann ich angreifen. Das ist wow, da spielt jemand. Ja. Und das ist ja dieser geniale Fostex-Effekt, nenne ich den jetzt einmal. Und beim Sebastian war eben das Problem, dass er diese Dachschrägen hat. Und da ist es wirklich so, dass die FF125WK hier so mehr Bass generiert und das ein bisschen ausgleicht. Und er hat damit mega happy. Deswegen nochmal danke, Sebastian, dass du so cool warst und zu mir gekommen bist und dich einfach da hingesetzt hast und wir da so in die Kamera geplaudert haben und von unseren Erfahrungen, von deinen Erfahrungen mit der Petit berichtet haben. Das ist der erste Bild, mit dem ich von euch, mit dem ich in Berührung gekommen bin. So, und jetzt brauche ich was zum Gucken. Eine Soufflöse. Oh, die Soufflöse. Hoffentlich bist du mir nicht böse, wenn ich nicht weiter weiß bei diesem blöden, schönen Reis. Ich mache das jetzt ein bisschen alphabetisch. Ja, also ich will jetzt nicht jemanden bevorzugen und na, aber wir machen das jetzt alphabetisch, damit das irgendwie gerecht ist. Ja, genau. Lass mir mal gucken. Dann fangen wir an mit dem Alexander aus Wien. Der hat eine echt wirklich schöne Petit gebaut. Also seht euch mal das Furnier an. Hier sind auch Bilder, wie er sie gebaut hat. Er hat einen eigenen Ständer dazu gebaut, Füße. Innen hat er richtig feistes, festes Rohr. Das schaut ja cool aus. Und er hat auch einen, ich glaube, das ist der 105er, oder? FF105WK. Was schreibt er? Hallo Jürgen. Ich habe den Fostex FF105WK verbaut, muss sie noch furnieren. Obwohl der Treiber noch nicht eingespielt ist, spielt die Triangle ITTOH XS2K5 Bass Reflex Box 4 Ohm an die Wand. Also ich vermute mal, er meint, die PT spielt sie an die Wand. Die Bühne, ein Wahnsinn. Die Elektronik ist Verstärker, Denon, PMA 1500 AE, etc. Sansui Plattenspieler mit Denon DL103 auf Empfehlung von Thorsten. Dann beim nächsten Mal schreibt er, bei dem Titel Dick in the Air von Peacher regt die PT meinen kleinen Hörraum an.
dass echter Tiefbass entsteht. Auch der Fostex-Treiber FF105WK funktioniert einwandfrei, da ich leider keinen Vergleich zum 103 habe. Im dritten Mail schreibt er: Hallo Jürgen, Sie sind nicht fertig. Ich bin total begeistert, obwohl Sie rund 13 Stunden Einspielzeit haben. Wie mit einem guten Rotwein, umso älter, desto besser. Anbei sende ich dir Fotos etc. etc. Saraifo Furnier habe ich von designholz.de verwendet. Ging gut von der Hand. Genial ist das Vlies auf der Rückseite. Den Tipp habe ich von Franks. Punkt, Punkt, Punkt. Liebe Grüße aus Wien. Ja. Cool. Sehr schön, Alexander. Freut mich, dass du in Wien einen coolen, satten Sound hast. Yay. Weiter geht's. Jeder von uns kennt Bruno von Torten-TV. Das ist ein wirklich sehr spezieller Kanal und ich glaube, wenn es Competition gibt zu mir, was Eigenwilligkeit anbelangt, Bruno übertrifft mich auf jeden Fall. Und seine Petit ist deswegen so speziell, weil sie einfach die speziellste Petit ist, die es jemals gegeben hat. Übrigens, die Maya findet deine Petit extrem genial, Bruno. Kompliment. Bruno sagt: Herr Jürgen, ich schicke dir meine Bilder von der Le Petit. Und ja, das ist einfach cool. Ich glaube, da waren auch seine Kinder mit irgendwie am Werk beim Verschönern und so. Das ist halt einfach das Beispiel, nicht lang rum überlegen, nicht denken, schaffe ich, wie geht das? Einfach machen. Das finde ich geil. Bruno, Hammer. Sehr geil. Der Karl Heinz, ich weiß nicht, aus welcher Gegend er ist, der hat eine total edle Petit gebaut. Seht euch das an, wie schön die ist. Und die Idee oben, seinen Aufsatz zu machen mit einem Stoff, das sieht ja super cool aus. Das Design, das ist hier Multiplex, er hat es schwarz, also dunkel gebeizt. Das ist dunkel, dunkel, das aussieht wie dunkles Holz. Und dann vorne mit dem Schwarz, obergeil. Also das ist ein super schöner Bau, das wirkt mega edel, wie das schon dasteht mit dem Reck und alles. Hammer. Karl-Heinz schreibt mir: Hallo Matt, ich bin am vorläufigen Ende meiner HiFi-Reise angekommen. Entscheidend dafür war oder ist die YouTube-Community. Besonderer Dank geht an Sound in Grooves. Meine Schallplatten sind gewaschen mit gefütterten Innenhüllen und Außenhüllen kleine Schätze. Ein Dank auch an Snakeol Audio für die vielen Tipps zu bezahlbaren Hi-Fi oder Wi-Fi, weiß nicht, und die Le Petit. Und an dich für die wahnsinnigen Beiträge und Auswahl zu den Zuspielgeräten. Es klingt wirklich toll. Viele Grüße, Karl-Heinz. Und sie sieht super toll aus, deine Petit, Karl-Heinz. Hammer. Bravo. Geil. Das Design gefällt mir. Wow. Das ist smashing. Weiter machen wir mit dem Klaus. XDiggerX ist ja bei uns in den Kommentaren. Und Klaus schickt uns auch ein bisschen Bilder von dem, wie es baut. Und er verwendet die Folie, dieselbe Folie, wenn ich mich nicht täusche, wie der Frank bei seiner Grito. Also dasselbe Furnier. Und er hat mir auch geschrieben: Hallo Jürgen, Klaus hier aus dem YouTube. Meine Le Petit ist ja nun schon etwas länger fertig. Ich habe die Boxen auch schon sehr lange eingespielt. Für mein Empfinden klingen sie sehr gut und im Vergleich zu meinem vorhandenen Equipment stehen sie dem nicht in nichts nach. Ja, Klaus, also ich finde, deine Petit sieht super geil, super professionell aus. Also mit dem geilen Furnier, du hast auch das Baffle, also diese Zusatzschallwand hier extra schön einfurniert. Alles super schön gebaut. Hinten hast du Siebdruckplatte genommen und für die Anschlussklemmen eine Platte, die sogar Le Petit draufstehen hat. Ist wahrscheinlich gefräst oder mit Laser oder so. Sehr schön. Das ist edel. Danke für die Fotos, die du mir geschickt hast. Du hast das super Petit gebaut. Wow, kannst echt stolz drauf sein. Eine ist schöner als die andere. Das ist Wahnsinn. Das ist ja... Eigentlich sind sie alle schön. Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Wichtig ist einfach nur, dass es euch Spaß macht. So, jetzt sind wir beim Markus. Markus Nummer 1. Der hat ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen. Also der hat das jetzt alles ein bisschen verändert. Und eigentlich dürfte ich dich jetzt da gar nicht mitnehmen. Aber du hast ja den Fostex-Treiber und deswegen ist das jetzt wurscht. Du hast hier, dein Fuß ist cool mit diesen Stangen und du hast hier die Proportionen verändert. Hallo Jürgen, ich finde deinen Kanal super. Dankeschön, danke.
Als ihr berichtend geschwärmt habt, du und Snake Oil, waren alle Fostex FE 103NV ausverkauft. Es war Winter und ich wollte was basteln. Also habe ich die nächste Wahl genommen, den FE 83NV und eine Mini-Löpeti gebaut. Sollten eigentlich Desktop-Monitore werden, aber da ich eine ähnliche Madness, was Verstärker angeht, in mir habe und noch diverse Amps eingelagert habe, habe ich mich dazu entschlossen, eine zweite Anlage im Schlafzimmer aufzubauen. Wenn ich abends ins Bett gehe und noch etwas Musik höre, möchte, na, dann mache ich die Anlage an. Tausendmal besser als jeder Radiowecker. Gesteuert wird die Anlage über Alexa und Spotify, das klappt ganz wunderbar und die Kleinen machen auch richtig Spaß. Unglaublich, diese kleinen Breitbänder. Ja, Markus, super, schön. Ich finde das cool, man muss nicht immer alles total nachmachen. Man kann auch seine eigene Kreativität ein bisschen spielen lassen und das macht diese Breitbänder so geil. Also du kannst einfach schauen, solange du gewisse Regeln einhältst, man hat einfach Spaß zum Bauen und einen geilen Klang. Danke für die Bilder, Markus. Finde ich super. So, weiter geht's mit dem Markus, der mir schon sehr viel geschrieben hat. Ich weiß leider nicht, wo alle Leute her sind, aber der Markus ist der Markus Moser, weil er schreibt auch seinen vollen Namen im YouTube hinein. Deswegen bin ich jetzt so frei und ich verwende auch deinen Nachnamen. Ich lasse bei den anderen absichtlich die Namen, Nachnamen weg, weil ich denke mir, das gehört sich so. Ne? Und der Markus Moser, der ist jetzt, sagen wir mal, wirklich ein weiter als fortgeschrittener Hi-Fi-Hörer. Er hat zum Beispiel eine Tannoy, er hat die Wilson, What and Puppy, er hat Bowers und Wilkinson zu Hause stehen. Also jemand, der What and Puppy hat und Bowers und Wilkinson Lautsprecher, Tannoy. Der, ja, ich meine, wie kann man besser seine Hi-Fi-Sachen vergleichen, wenn man solche Giganten, Lautsprecher-Giganten zu Hause stehen hat. Und er hat die Petit auch gebaut. Und wenn wir uns das anschauen, was er gebaut hat, dann sehen wir, das ist einfach, ja, wow, cool. Er hat hier ein bisschen angefasst, er hat eine geniale Farbe genommen, er hat dann Füße genommen, die mit Sand ausgefüllt, damit sie nicht schwingen können. Also seine Petit ist schon sehr, sehr speziell. Ja, da sieht man eine Bowers & Wilkins im Hintergrund stehen, da sieht man eine Tannoy stehen, ja. Das ist jemand, der genau weiß, was Sache ist. Markus Moser, und er ist in der Schweiz zu Hause, ist ein Schweizer. Hallo Jürgen, jetzt sind die beiden Le Petit fertig und eingespielt. Eigentlich bin ich als alter High-Ender andere Kaliber von Lautsprechern gewöhnt, aber dein Video hat mich dazu bewogen, die Le Petit nachzubauen. Die beiden Lautsprecher FE 103 NV2 musste ich in Deutschland beschaffen. Aber jetzt sind sie fertig und ich konnte sie testen an meinem Revox Modell 40 Röhrenverstärker, modifiziert mit einem Alps-Poti und optimierten Bauteilen. Der Lexen, das ist der gleiche Lexen-Verstärker wie ihn der Frank hat. Hat auch Frank gesagt auf einmal, ja wow, da ist dann die Sonne aufgegangen. Der Lexen hat ein Brummen, was ich leider nicht beheben konnte. Ein Reinhören war mit dem somit nicht ganz hundertprozentig aussagekräftig. Egal, was soll ich sagen, sie tönen genau so, wie du sie so euphorisch in deinem Video beschrieben hast. Unfassbar, dass ein handgroßer Breitbandlautsprecher mit 5 Watt mit einem 10 Watt Röhrenverstärker aus den 60ern so viel Sound machen kann. So frisch wie der Frühling und anspringend tönt diese Petit, dass man gar nicht mehr aufhören will, den CD-Player mit CDs zu füttern. Es ist alles da, vom Bass bis in die höchsten Höhen. Es ist ein anderes Hören als mit potenteren Lautsprechern, aber nicht langweilig und den tiefen Bass vermisst man nicht, weil so viele Details so prägnant rüberkommen. Das Hirn hat viel zu verarbeiten und am Anfang ist man da überfordert und auch irgendwie müde zu hören, aber man gewöhnt sich mit der Zeit an die Detailfülle und dann Genuss pur. Wow! Meine Frau sagt nur, kommt die Musik aus den kleinen neuen Box und staunte auch. Das Bassreflexrohr bringt viel Bass, was man deutlich hört und spürt. Diese Box ist ein gutes Beispiel für manchmal ist weniger mehr. Man nehme einen guten Breitbandlautsprecher, baut ein bombenfestes, dichtes, viel zu großes Gehäuse drumherum und schließt das Ganze ohne Frequenzweiche an den Verstärker an. Alle reden von Thiele Small und Filter erster, zweiter, dritter Ordnung, Saugkreise und Frequenzkurven, die so gerade wie eine Schnur sind. Diese Box beweist, es braucht im Idealfall dies alles nicht, um gute Musik wiederzugeben.
Als alter Boxenbauer habe ich noch ein paar Verbesserungen mir erlaubt zu machen. Das Bassreflexrohr habe ich auch bedämpft, damit es innen nicht schwingen kann. Die Kanten habe ich gebrochen. Für die Verkabelung des Fostex habe ich ein Stück von Monsterkabel genommen. Ja, also Markus, es ist so, eigentlich, ich habe jetzt schon so viel über die PT geredet, aber du hast irgendwie ein bisschen einen Abstand zu der ganzen Sache, hast das aus einer anderen Perspektive erlebt und ich finde, was du mir jetzt hier geschrieben hast, das ist so schön, wie du das beschrieben hast und so richtig und so wahr. Danke für deine Worte und das habe ich nie so schön sagen können. Du musst mal einen YouTube-Kanal machen, okay? Nein, Scherz. Danke für das Schreiben. Ja, machen wir weiter. Jetzt sind wir bei dem Michael aus Remscheid. Der hat mir seine PT auch geschickt. Und der hat hier ein bisschen eine Variante genommen, die der Janusz in Real World Audio ein bisschen entwickelt hat. Und auch mit dem FF125WK-Treiber. Das ist ein bisschen eine Abwandlung. Und er schreibt, die Boxen sind sensationell. Ich bin sehr zufrieden, so wie du sie beschrieben hast. Ich habe die LP von Rycoder, ein Acoustic Evening with... aufgelegt. Ich saß in der ersten Reihe vor der Bühne, 3 Meter nach vorne und ich hätte ihm die Hand schütteln können. Er meint jetzt auch Thorsten. Thorsten hat mit keinem Wort übertrieben. Was er anspricht, ist eben das, was Thorsten gesagt hat im Video, dass in seinem Video, dass bei der PT man einfach dieses Gefühl hat, dass die Bühne wirklich vor einem ist und dass man die Menschen fast, er sagt ja, ich habe das Gefühl, ich kann dem Typen die Hand schütteln. Man hat wirklich das Gefühl, da steht jemand vor dir. Also auch bei mir ist es so, wenn ich Miles Davis höre. Also wenn man nach vorne geht zwischen, also man muss jetzt hier nicht eben in diesem Dreieck sitzen. Man kann ein Stück zurückgehen, ein Stück nach vorne gehen. Die stehen immer noch da. Und das macht das Ganze so gespenstisch. Das ist wirklich ein Raum, der da ist. Michael aus Remscheid, danke für deine Zusendung von dem Foto. Und danke für deine Beschreibung, dass auch du dieses Gefühl hast, dass die Personen vor dir sitzen und dass man so vor der Bühne sitzt und dieses geniale Live-Erlebnis hat. Das ja der Fostex macht. Das ist der Fostex. Das ist dieser Trick. Manche Leute empfinden halt einfach diese Direktheit, dieses physische, angreifbare, denen ist das zu viel. Die sagen dann, der schreit oder der klingt scharf oder was auch immer. Also, und da spielt halt einfach auch die Verstärkung, die Elektronik eine große Rolle. Ja, also da muss man eben, und in dem Moment, wo man anfängt hier mit Saugkreisen, Sperrkreisen, irgendwelche Kondensatoren da hinein, dann ist es vorbei. Dann hat man den Charakter der Petit zerstört, weil man mit diesen Anpassungen mit Kondensatoren und Spulen eigentlich nur die Schwächen des Verstärkers korrigiert. Ja, also man macht die Petit kaputt, weil man auf der Elektronikseite ein Problem hat. Also das kann es ja nicht sein. Weiter geht's. Der Michael aus München, der hat eine eigene Homepage. Und das ist Michaels Oldtimer-Blog. Und wir haben ein bisschen Kontakt gehabt, weil ich habe ja irgendwann einmal gesagt, ich möchte vielleicht, dass man sich ein paar PT-Leute treffen. Und weil ich ja auch im Süden, also ich bin ja unten Richtung Österreich und München ist ja für mich nicht weit weg, da hat er die Idee gut gefunden. Und der hat jetzt in seinem Blog beschrieben, wie es ihm ergangen ist. Und ich habe jetzt die Bilder aus seinem Blog genommen, weil das ist ja öffentlich zugängig. Und da schauen wir uns jetzt an. Und er hat dann gesagt, er hat die Videos gesehen und er war davon echt begeistert und hat sich gedacht, oh, das wäre doch ein nettes Weihnachtsprojekt. Und ich muss auch mal wieder was basteln. Und er hat sich da auch das bereits fertig zurechtgesägtes Holz zusenden lassen. Und ich finde, was man hier bei den Bildern schon sieht, er macht das genauso, wie ich das einfach cool finde. Er hat gar keine Werkstatt und leimt das jetzt praktisch am Küchenboden oder in der Küche irgendwie zusammen und sogar seine Frau hilft mit. Und das finde ich halt einfach, das finde ich so cool, wenn nicht jemand so professionell mit einer Tischlerei und an all den Maschinen und so, sondern wenn man sich wirklich hier beinahe zu Hause in der Küche einen Lautsprecher baut. Ich finde das einfach geil. Ich finde sowas, das hat irgendwie was total
ja, für mich ist das romantisch. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen doof und beknackt, aber, und er hat sich sogar auch geniales, was er macht, ja, was er macht, das ist ja so professionell. Also, es ist zwar, das ist fast schon Apple, Steve Jobs und Steve Wozniak in der Garage Computer bauen. Also, er, was er baut hier, das ist ja ein wunderschöner Lautsprecher, obwohl er es in der Küche irgendwie da zusammenbastelt und seine Frau findet dann auch Freude dran und hilft mit. Und das finde ich ja überhaupt genial, dass die ganze Familie mitmacht. Das ist einfach schön. Wir sehen, er macht auch mit dem Filz und alles und furniert das Ganze noch schön. Und nach einiger Zeit hatten wir dann den Dreh raus. Meine Partnerin hatte sogar echt Spaß daran gefunden und hat dann zum Schluss die zweite Schallwand vorne dann ganz alleine gemacht. Ich wurde nicht mehr gebraucht. Und die muss wirklich richtig passen wegen dem Musterverlauf. Ja, damit das Furnier übergeht. Ne? Sie hat übrigens schon gefragt, wann wir weitermachen, denn die Rückwände sind noch zu erledigen. Also man sieht schon, wenn man mal die eigene Frau dazu begeistert, sei stolz auf deine Frau, Michael. Also, das ist ja schön. Da habt ihr ein Gemeinschaftsprojekt gemacht. Und er hat da wirklich was Wunderschönes zusammengebaut zu Hause. Und was schreibt er über den Klang? Ja, sie klingen sensationell, aber nicht mit allem. Das wusste ich schon im Vorfeld, weil andere schon ihre Petit fertig hatten. Genau das, was sie gesagt haben. Sie sind kleine Divas, wenn ihnen das Musikstück gefällt. Dann ist das extrem beeindruckend, was da rauskommt. Und ich habe einen High-End-Vergleich. Das erste Hörerlebnis mit meiner Partnerin war übrigens pures Staunen und war mit einem breiten Grinsen mit Ungläubigkeit gepaart. Bei den Dingen, die mir soundmäßig nicht so gefallen, fehlte es ihr meiner Meinung nach an Bass. Wand, an die Wand ranstellen. Und der Raum darf nicht zu groß sein. Und Elektronik, ein Verstärker, der auch Bass bringt. Also nicht... Das ist ein Thema auch vom Verstärker, ja, FM300A etc. Sie mag Dinge, die fein, leise und komplex sind. Auch Gitarren oder Trommeln mag sie und hat eine außergewöhnliche räumliche Tiefe, sauberes Ausspiel der Sänger und eine extreme Trennschärfe. Bei Musik von Yellow übrigens ist es, als ob Jean Hiraga die Le Petit speziell dafür erdacht hätte. Ein kurzes Beispiel. Er hat dann sogar auf Tidal eine Le Petit Playlist erstellt mit Songs, die eben auf der Petit selber am besten klingen. Ich werde euch den Link zu diesem Blog unten dranhängen. Ja, dann kann man das noch ein bisschen nachlesen. Michael, du hast eine super schöne Petit in München gebaut und in deinem Blog viel drüber geschrieben. Sehr schön. Finde ich super, was du gemacht hast. Und ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich die Bilder von deinem Blog hier auf meinem Video zeige. Ja, ich bin davon ausgegangen, das ist okay, weil du ja den Blog online zugänglich für jeden, alle Leute hast. Genau. Gut. Wir haben noch einen Michael, und zwar den Michael aus Köln. Und der hat auch eine Petit gebaut, eine ziemlich coole Petit gebaut. Und die Bilder, die er mir schickt, das ist aus einem Zeitpunkt, war ein Zeitpunkt, wo sie half done, also erst halb gebaut ist. Und er sagt, ich habe mich von dir inspirieren lassen. Bin aber nicht ganz fertig. Das Hörnchen ist 3D-Druck. Grüße aus Köln. Ja, ich habe leider nicht mehr von ihm, aber dieses Bild, und das muss natürlich hier dabei sein, denn alles, was ihr mir gesendet habt, das wird jetzt gezeigt. Das habe ich auch versprochen. Mache ich auch. Ja, der Michael aus Köln hat eine Petit gebaut, die hier im rohen MTF zu sehen ist. Ist super, genau, schön gebaut. Der Treiber ist drin und eine total coole 3D-gedruckte Bassreflex-Trompete mit Schrauben hineingeschraubt. Gefällt mir. Schaut cool aus. Sehr schön. Hammer. Dann haben wir den Oliver. Grüß dich, iMad. Ich wollte dir mal ein paar Bilder meines Petit-Projekts schicken. Durch Thorsten und deinen Kanal bin auch ich dazu verleitet worden, mich mit diesem Lautsprecher zu beschäftigen. Deine tollen Videos, oh, danke, danke, haben aber den Initialfunken gezündet, so dass ich den Bau als kleines Winterprojekt umgesetzt habe. Ich möchte mich bei dir bedanken. Gerne, danke. Ich bedanke mich auch, dass du Freude hast. Für die ganze Mühe. Die Lautsprecher sollen in einer zweiten Anlage auf dem Dachboden laufen. Dafür muss ich aber noch einiges vorher umstellen. Bisher stehen sie bei mir mit dem zukünftigen Verstärker Leak Stereo 20, Baujahr 1962, in meiner Küche rum und warten auf den Einsatz. Liebe Grüße, Oliver. Ja, cool. Seht euch den Verstärker an. Der Verstärker ist von 1962. Ja, das klingt sicher super. Das klingt sicher sehr gut. Das ist die pure, eine Röhre allein macht einfach nur pure Verstärkung, ohne Schnickschnack, ohne zu viel
Elektronik, die dann Sachen wegnimmt oder dazu erfindet. Ja? Sehr schönes Projekt. Du hast auch von Frank dieses Furnier verwendet, das auch der Frank bei der Krito hat, und du hast dir sogar die Sigma-Treiber gegönnt. Das Ding geht sicher saugut. Am Dachboden musst du halt schauen, dass du eine Wand hast dahinter. Das ist wichtig, die den Bass reflektieren kann. So wie sie da jetzt steht, hier auf dem Bild, perfekt, natürlich nur weiter auseinander eigentlich, damit man die Bühne hat, ja. Aber eine solide Wand hinter der Petit ist notwendig. Am Dachboden wird das schwierig. Also wenn eine Dachschräge dahinter ist, hat man keinen Bass. Das ist Teil des Konzeptes, ja, von Jean Hiraga so gedacht. Der Sandro Manaling hat, also der Stefan, alias Sandro Manaling, ein schöner MDF-Bau, den er dann nachher noch foliert, also lackiert hat, sehr schön. Stefan, das hast du cool, schön gemacht, gefällt mir gut. Du hast auch die Kabel so gemacht, wie Thorsten das gezeigt hat. Er schreibt hier ein paar Bilder zur Le Petit. Der Bau lief ohne Probleme. Was schwierig war, war der Filz in der richtigen Stärke und Größe zu finden. Lackiert habe ich sie mit Holzfarbe aus dem Baumarkt. Furnieren war mir doch zu aufwendig, ja, das kann ich verstehen, absolut. Wo es dann völlig eskalierte, waren die Kabel für die Le Petit. Die wollte ich selber wickeln, was bei einer Länge von 9 Meter und 13 Meter mehrere Tage in Anspruch nahm. Kürzer geht leider nicht, da ich ein kleines Heimkino habe und nichts vorne zwischen die Boxen stellen kann. Betrieben wird das Ganze von einem Nobsound 6P1 Röhrenverstärker für den Anfang, um es auszuprobieren, relativ günstig sein musste. Wie spielt das Ganze jetzt? Die Musik tritt förmlich aus den Lautsprechern heraus und springt einen an mit einem trockenen und guten Bass. Zimmergröße 23 Quadratmeter. Im Vergleich zu meiner Wharfdale Evo 4 an einer digitalen Endstufe NAD 1778 sind gerade die Mitten sauber und klar und dynamisch. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Sandro Manaling. Ja, Stefan. Die Mitten von der Petit sind unschlagbar. Also das hat auch der Sebastian gesagt. Der hat auch teure Lautsprecher gehabt in Regensburg. Und du kannst daneben stellen, was du willst. Der Mittel- und Hochton von der Petit ist einfach dermaßen potent und dermaßen detailliert und genau. High-End, daran zu kommen, buh, schwer. Schwer. Also da kann man wirklich, auch wieder Markus Moser aus der Schweiz, Bowers Wilkins, Watt and Puppy. Die haben da Probleme mitzugehen. Das ist echter High-End. Danke für deine Zusendung. Der Steff, der ist relativ spät gekommen. Der hat mir dann die letzten Bilder eigentlich jetzt gerade erst vor kurzem geschickt. Und der ist ein bisschen ein Profi in dem Sinne, dass er eigentlich Musiker ist, Rockmusiker, hobbymäßig, aber er steht auf der Bühne, hat mir Links geschickt. Sehr cool, Stefan. Steff, du machst das. Und deine Petit ist einfach geil. Also du hast hier das Thema vom Gitarrenverstärker im Kopf und wolltest jetzt die Petit auf dieses Thema machen. Und du hast die so richtig dreckig und fetzig gemacht, so richtig gnadenlos geil. Ich finde, dass diese löchrige Öffnung da unten, dass du da diese schwarzen Punkte da drauf gemacht hast und das Ganze in ein weißes Leder, also Schlangenleder eingehüllt hast, nur geil. Und dann, ja, einen weiß ich nicht, wie viel Kilo schweren Macintosh-Vorverstärker vor den Old Gen. Also, ich prämiere deine Anlage als die geile, wirklich die absolut geilste Sau, die ich jemals gesehen habe. Hammer. Du kriegst die Ehrenmedaille abgefahrenste Petit Europas. Oder der Welt. Wie du willst. Es ist geil. Was du da gemacht hast, das ist Hammer. Das sieht man einfach, man kann einfach die Fantasie spielen lassen und das umsetzen, die Freiheit. Und garniert das Ganze dann noch mit einem Macintosh Super Vorhein vor. Ja, die VU-Meter. VU-Meter sind durch nichts zu ersetzen. Wenn man schon als kleines Kind vor den VU-Metern gesessen ist, dann da ist man geprägt. Hi Jürgen, diese Woche fange ich mit meiner Le Petit an, habe deine Videos schon durchgeschaut. Tolles Projekt und sehr schöne Erklärungen. Den kompletten Thread im Snake Oil Audio Forum bin ich ebenfalls durchgegangen. Im Gegensatz zu euch habe ich vor, die Petit mit weißen Marshall Tolex zu überziehen, lackieren, furnieren, machen alle. BWB
bin leidenschaftlicher Gitarrist. Letztes Jahr habe ich meinen Soldnau Amp und die 1x12 Zoll mit Snake Skin Tolex überzogen. Das wäre für die PT aber ein Tick zu viel Brunnen. Ich schicke dir gerne Bilder, sobald sie fertig ist. Ja, und dann habe ich dich ja nochmal angeschrieben. Auch ohne High-End-Lautsprecher klingt die Old Gen an der PT richtig geil und ich finde auch nicht zu leise, obwohl die Heco keinen Wirkungsgrad haben. Darf ich fragen? Ja, und dann hat er mir die Bilder geschickt. Ja, sie sind seit Ende August fertig und ich habe Ende September auch noch meinen Marantz gegen meinen Traum Preamp getauscht, der zusammen mit der Old Gen und den Petits traumhaft spielt, die mittlerweile auch eingespielt sind. Viele Grüße, Steff. Ja. Snake Skin. Na, das passt dazu, ne? Ja, cool. Dann haben wir hier noch einen Stefan und der hat mir auch die Bilder seiner Petit geschrieben und der hat eine total andere Angehensweise gewählt. Er hat ein Thema, das ist grau und weiß, das finde ich total schön. Und er hat einen ganz alten Treiber, das ist ein alter Fostex-Treiber, ACR-Treiber und das funktioniert. Das kommt rüber. Also, er sagt, lieber Jürgen, lieber Thorsten, ganz herzlichen Dank für eure feinen, anregenden Videos, Podcasts. Ihr habt in mir die Laune am Hi-Fi-Werkeln und Musik hören wieder erweckt. Ich bin ein sehr fauler Schreiber und habe mich jetzt aufgerafft, euch mal zu schreiben. An bei die Fotos der Le Petit, die ich im Winter gebaut habe. Mit einem 7 cm Dynacord ACR Fostex Chassis. Die Chassis mit Doppelmagnet getuned, einer sehr leichten Papiermembran in Versa-Sicke. Schallwand und Oberseite werden mit grauen Moosgummi beklebt. Das Velourleder des kleinen Mannes. Bananenbuchsen 4 mm auf der Rückwand verleimt. Materialkosten gesamt 160 Euro inklusive der alten Chassis aus meinem Bestand. Die Schallwandverstärkung um den Bassreflexport werde ich noch mit einem austauschbaren Cover versehen. Auch LP-Maxi-Cover sind möglich. Ich höre in einem 18 Quadratmeter Dachstübchen gerne elektronische Musik aus den 80er, 90ern und Independent-Sachen, auch Oper und Klassik. Auch gerne mit meiner Partnerin, die auch Petit-Fan ist. Als Anlage verwenden wir eine Neim Unity, erste Generation, und einen Lin Axis mit Goldring Eroica und Neim MC-Vorverstärker. Passt sehr gut zur Le Petit, finden wir. Als Lautsprecherkabel verwenden wir selbst gedrehtes 12-adriges Mamba Solid Core Kabel nach Thorstens Tipps. Auch an der Zweitanlage mit der FM300A-Klon-Endstufe an einem guten alten TMR1 Lautsprecher. Sonnige Grüße aus Stuttgart. Stefan. Gut, Stefan, hast super gemacht. Ich finde das auch cool, dass du diese alten ACR-Fostex-Treiber verwendest. Das ist halt immer so eine Sache. Diese Treiber können natürlich traumhaft spielen. Das Einzige, was schief gehen kann, ist, dass die Sicke verhärtet, dass die Sicke hart wird. Und dann ist es nicht schwierig. Aber wenn die Sicke noch weich ist und funktioniert, warum nicht? Wenn ihr euch erinnert, es haben immer wieder Leute bezweifelt, also ich habe sogar einen amerikanischen YouTube-Kanal, der hat geschrieben, diese neuen Fostex Sigma, was auch immer, Treiber, die sind jetzt alle so schlecht, die spielen überhaupt nicht, der will jetzt lieber die was in der Sibelius drinnen sind. Ah, egal. Andere Firmen, weil die Fostex-Treiber alle jetzt irgendwie so schlecht klingen. Dann habe ich ihm einen Kommentar reingeschrieben. Ja, wie lange hast du sie denn eingespielt? Wie lange hast du sie burn-in, ja, eingespielt? Ja, dann hat er zurückgeschrieben, braucht man das? Muss man das? Soll ich da einen Test machen zwischen den beiden einen probieren und nicht? Was soll das und so? Und ja, es ist einfach so. Genauso bei der M1 muss man die Treiber, die brauchen einfach eine Einspielzeit, bis sie tiefen Bass erzeugen können, weil die am Anfang einfach noch zu steif sind, ja. Und hier hat uns jetzt der Sven seine Petit geschickt. Die ist auch wunderschön, auch gemacht mit so einem Furnier, wie es der Frank verwendet hat, bei der Grito. Und er hat auch hier oben genau die gleiche Idee, ein Cover, eine Stoffbedeckung, einen Frontgrill drauf zu machen. Sieht super aus, super edel, mit Plattenspieler, hat auch den Old Gen EL34 Plattenspieler und er schreibt, hallo Jürgen, anbei sende ich dir die Bilder meiner Petit mit FF125WK. Sind an dem Old Gen EL34B, sind sie ein Träumchen.
Auf einem Bild kannst du den Seidenglanz vom Shellac sehen. Das war die erste Seite. Cool. Du hast das, also er hat mit Shellac, das Furnier mit Shellac lackiert. Er hat dann später noch mir noch geschrieben, dass er bei seinen FF125WK 200 Stunden mit weißen und braunen Rauschen eingespielt und trotzdem hat er immer noch jetzt seit Januar, von wann ist denn das E-Mail? Das sehe ich jetzt nicht. Eine Verbesserung erlebt. Vor allem im Bass kommen jetzt Sachen, da war am Anfang nicht daran zu denken. Also genau wie du habe ich nicht nur diese eine Anlage, also es ist kein Gewöhnungsprozess. Also er hat auch Vergleich mit einem OMF-Biegenwellenwandler, Radialstrahler oder er hat auch Elektrostaten stehen. Alle drei Anlagen haben andere Vor- und Nachteile und er liebt sie alle drei. Aber die Petit hat bei ihm über Monate dann langsam den Bass erst entwickelt. Und das ist so, das war auch bei mir so. Ich habe sie im Oktober gebaut und dann wirklich erst im Frühjahr, drauf und im Frühjahr, habe ich gemerkt, das wird immer besser und besser. Also die Einspielzeit von den Treibern, Fostix-Treibern, das ist einfach, das dauert. Das ist so, das kann man nicht, das muss man hinnehmen. Oder man macht wirklich mit einem 15 Hertz Signal einen brutalen, zwei Wochen lang maximal. Es ist halt brutal, aber das geht auch. Mhm. Und ihm fällt auf, dass in der Hummel plötzlich ein anderer Treiber steckt. Gut beobachtet. Er hat geschrieben, bei dem Video bemerke ich aus, dass in der Hummel jetzt FE 126 drinnen sind. Da ist irgendwas vorbeigegangen. Ja, ich habe das jetzt noch nicht so intensiv kommuniziert, aber ich bin ein bisschen bei der Hummel von den FF125WK weggegangen, weil ich einfach den originalen Fostix Sound so genial finde. Und alle, die jetzt die Petit oder die Hummel gebaut haben und ihr habt diesen FF125WK genommen, ihr könnt einen FE126NV, der hat die gleiche Dimension wie der FF125WK, ihr könnt den da reinstecken und der ist auch recht günstig. Das ist kein teurer Treiber. Also wer einmal von dem FF125WK umsteigen will, weil das Loch ist ja größer, man kann ja den FE103 da nicht rein, der fällt durch. Ja? Aber es gibt den FE126NV und der ist natürlich ein Stück größer und macht natürlich mehr Power, ja. Also es ist die Hummel spielt Stück erwachsener, Stück geiler. Und das ist einfach super. Also ich liebe die Hummel jetzt mit dem FE. Das in meinem Fall ist es ein, ich habe gebraucht, das ist ein uralt Treiber, einen FE 126E, E wie Emil. Ja, es gibt auch einen EN. Da rein, da ist der Magnet, also es sind die Magnetgrößen sind zum NV identisch. Also das ist nicht so schlimm, wenn ihr den NV nimmt. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt ewig lang diesen gebrauchten 126E suchen. Es ist in dem Falle der NV, der Magnet, da ist kein Unterschied, kaum. Ja, könnt ihr problemlos reinstecken, geht super. Traumhaft. Mm. Und ich habe natürlich das Glück, dass mir der Kai den originalen Sigma-Treiber für meine Petit noch besorgt hat. Ja, er hat da jemanden gekannt, der den verkaufen wollte. Kai hat mir da echt Freude gemacht. Jetzt steckt hier bei mir in der Petit der originale Sigma-Treiber drin. Der Vergleich zwischen dem Sigma-Treiber und dem NV-Treiber ist einfach, der Sigma-Treiber in der Petit hat halt einfach noch einmal mehr Punch. Ja, also der NV-Treiber ist schon wunderschön und es ist dieser Effekt, dass die Leute vor dir reell stehen, ist da. Und mit dem Sigma-Treiber wird das Ganze einfach noch ein bisschen brutaler. Ja, also ich muss sagen, der NV ist manchmal, wenn man müde ist, Kopfweh hat, Tinnitus, ist der NV-Treiber fast einfach die angenehmere Variante. Ja, ihr müsst nicht unbedingt den Sigma-Treiber, aber er ist geil. Also so wie er spielt, wenn es einmal härter zur Sache geht, ist das natürlich, ja, einfach heftig. Gut, Sven, danke für deine Einsendung. Und ja, auch deine Petit ist wunderschön. Du hast diese lustigen Männchen als Kabelriser genommen. Das finde ich auch total kreativ. Und es ist schon so, wenn die Kabel nicht am Boden liegen, es ist nicht blöd, es ist nicht verkehrt. Also da kann man jetzt streiten, aber das bringt uns nichts. Kommen wir jetzt zu den ehrenhaften Nennungen außerhalb der normalen Reihung. Fangen wir mal mit der wilden 13 an. So, wir haben jetzt eigentlich alle regulären Petits durch.
Und jetzt gibt es eine Honorable Mentioning. Es gibt jetzt noch den kleinen Extrapreis, und zwar für die Optik. Und zwar gibt es da die wilde 13. Ja, da hat mir der Frank hat mir immer wieder sehr nette Kommentare geschrieben. Seine wilde 13 ist einfach optisch der absolute Knaller. Also das, was Frank hier macht, ist handwerklich obergenial, obergeil, also sowas von schön. Und die Kombination von diesem Naturholz mit diesem türkisen, dieser türkisen Lackierung, nur geil. Und er hat dann sogar einen Subwoofer dazu gebaut. Also das ist zum Abwinken geil, mit einem Logo und auch der Name, die wilde 13. Also ich hoffe, du bist Marketing-Spezialist, du arbeitest wahrscheinlich in einer Werbeagentur, weil es ist so ein Produkt, wenn das auch noch einen coolen Namen hat, die wilde 13, ja, und dann noch so genial ausschaut und dann noch so schöne, die Ausführung handwerklich so perfekt mit einem Logo. Nur du hast leider kein Fostex. Frank, kein Fostex. Frank, du bringst mich zum Weinen. Und deswegen muss ich deine wilde 13 natürlich hier herzeigen, das ist ja klar. Und du schreibst, hallo Jürgen, auch ich hatte einmal so ein Erlebnis auf einer High-End-Messe, wie du es beschrieben hast. Also er bezieht sich auf mein High-End-Video, das ist der Anfang von der Silenus Faber-Serie, wo ich ja in dem Video beschreibe, wie ich in Wien auf der High-End-Messe von der Sonus Faber damals so begeistert war, dass ich mich daran heute noch erinnern kann. Und er hatte auch dieses Erlebnis, ja, auch ich hatte einmal so ein Erlebnis auf einer High-End-Messe, wie du es beschrieben hast. Das muss 1988 gewesen sein. Auch hier war es eine Frau, die da gesungen hat. Tracy Chapman, Talking About Revolution. Gespielt, ja, Tracy Chapman, Talking About Revolution. Gespielt wurde das Ganze auf großen Elektrostaten. Möglicherweise Martin Logan, das weiß ich nicht mehr genau. Auf alle Fälle war ich hin und weg und kann mich bis heute noch genau an den Klang erinnern. Ich denke, das ist das, was du mit den Sonus Faber erlebt hast. Man ist tief bis ins Innere berührt. So etwas habe ich im Ansatz auch wieder erlebt, als ich meine Petit, die wilde 13, fertig hatte und die erste Platte von Cassandra Wilson damit gehört habe. Ja, man kann definitiv mit wenig Geld und Aufwand viel erreichen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich bin sehr gespannt auf deine Farbe und den Bau und die Bauvideos. Viele Grüße, Frank. Ja. Frank, danke, dass du mir das so lieb geschrieben hast und ich hoffe, ich habe dich mit der Silenus Faber nicht enttäuscht, auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen spät ist. Ja, danke auf jeden Fall für dein Mail, das du mir geschrieben hast und ich war so frei und habe die Bilder von deiner wilden 13 aus dem Snake Oil Audio Forum herausgenommen, damit es auch alle anderen hier genießen können. Und wirklich, wirklich Hammer, was du da gebaut hast, optisch, handwerklich. Sehr geil. Extra Ehrenmedaille, Iron Maid Ehrenmedaille für Optical Perfectness. Ja. Wen ich auch noch erwähnen möchte, das ist der Thomas. Der ist total cool drauf. Der hat mir diesen AIMA-Treiber geschickt, damit ich was damit experimentieren kann. Und er selbst baut auch wirklich coole Lautsprecher, die jetzt zwar nichts mit der Petit zu tun haben, die ich aber deswegen cool finde, weil er einfach experimentiert und damit wirklich guten Klang erzeugt. Er schreibt hier, in der Zwischenzeit habe ich mir neue Lautsprecher gebaut. Diese sind 90 cm hoch, 20 cm breit und 37 cm tief. Front 21 mm Birke Multiplex und der Rest ist aus 19 mm Dreischicht Fichte. Siehe Fotos und Video. Es ist wieder ein Breitbänder von AIMA 5,25 Zoll. Ich finde, er klingt richtig krass, habe einen detaillierten und richtig tiefen und auch spürbaren Bass. Die Höhen und Mitten sind super. Ja, und das finde ich einfach genial, wenn jemand von sich aus einfach Lautsprecher baut und damit Freude und Spaß hat und dann richtig coole Lautsprecher damit herausbringt. Das finde ich wirklich schön. Danke für deine Einsendung, Thomas, und alles Gute für dich. Und weil wir schon bei dem Thema sind, ich habe es etwas anders gemacht, ja, dann fange ich jetzt einmal mit dem Wotan an. Das ist der Edgar,
der hat mir einen lieben Bericht geschrieben und der ist ganz wild unterwegs. Der muss immer ein bisschen was anders machen. Also seine Entwürfe, die wir hier sehen, die er gemacht hat, die sind, und er macht das sogar ganz akribisch und misst jetzt hier mit dem Mikrofon nach. Und aber er ändert das Ganze. Er baut das mal so, dann die Position. Edgar, was du da baust, also wie du das Ganze hier machst, das ist wirklich wow. Du bist hier wirklich cool unterwegs, machst so viele verschiedene Versuche, die, damit sie da in deinem Platz, ich verstehe das, du musst das ein bisschen anders machen, weil ansonsten die PD nicht bei dir da reinpasst. Aber ich finde, das ist total geil, was du da schreibst und wie du da arbeitest. Und ja, du sagst dann auch, du findest den Bau der drei Prototypen etwas anstrengend. Er war dann froh, dass die Version 3 dann fertig war. Und dann, wie klingt sie? Und da sagt er, sehr gut. Die Chassis haben nun einen Abstand von 90 cm bei einem Hörabstand von 160 cm. Schon weit weg vom optimalen Stereo-Dreieck, aber halt so gut, wie es bei mir geht. Er hat halt einfach das Problem mit seinem Platz. Und er betreibt das Ganze mit einem NRD 3020. Also das ist sicher, sicher gut, wie wir das ja von Thorsten schon wissen. Gerade kleinere Besetzungen, zum Beispiel Jazz, hören sich hervorragend drauf an. Der Klang, wahnsinnig präzise und detailreich. Nichts ist verwaschen oder muffig. Das Vibrieren einer Streichersaite kommt toll plastisch rüber. Auch das Imaging ist sehr gut. Trotz suboptimalen Hörraumbedingungen. Die Instrumente lassen sich gut räumlich zuordnen. Auch die Stimmen stehen sehr schön im Raum. Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass man durch die Breitbänder ja eine Punktschallquelle hat. Ganz genau so ist es. Und vielleicht kannst du ja, Edgar, mal deinen Basteltrieb wieder erwecken, nachdem du drei Prototypen gebaut hast, und gibst dem Ganzen so viel Raum, dass es einmal auch wirklich die richtige Petit wird mit den richtigen Ausmaßen oder sogar die Hummel. Dann wird es, wenn es nicht so in ein Regal hineingequetscht ist, sondern wirklich einen schönen Platz hat, vielleicht noch besser werden. Vielleicht, ja. Aber danke, dass du mir das zugesendet hast und deine ganzen Versuche. Ich finde das ziemlich cool, was du da gemacht hast. Und wie gesagt, das Messen. Messen ist so eine Sache. Hören ist viel wichtiger. Ja, das ist Wotan. Ich möchte jetzt noch jemanden erwähnen und das hat jetzt überhaupt nichts mit Petit zu tun. Und zwar geht es jetzt hier um diese Geschichte, dass ich einmal ein Video gemacht habe, wo ich ein Experiment gebracht habe. Und in dem Experiment habe ich gezeigt, wie man eine Frequenzweiche, wie die Bauteile einer Frequenzweiche sich gegenseitig beeinflussen. Ja, und was man machen kann, um das zu verbessern. Ja, und der Sebastian hat mir hier geschrieben, er ist ein fleißiger Beobachter bei YouTube und er hat mir geschrieben, ich muss mich bei dir echt bedanken. Das Video mit den frequenzweichen Bauteilen, wie die sich beeinflussen oder nicht, war super. Ich habe meine Heco Direct, also ein Lautsprecher, eine Heco Direct, der hat ja neue Weichen gebaut in den letzten 2 Tagen und 8 Stunden und er zeigt mir jetzt die Bilder von vorher und nachher, wie er diese Frequenzweiche, die fertige von der Heco, sieht jetzt so aus und er hat jetzt diese 3 Wege getrennt, so wie ich das eben gemacht habe bei der Silenus Faber und das dann getrennt so aufgebaut, damit sich die Teile gegenseitig nicht beeinflussen. Und da schreibt er, ich habe nun 6 Stunden Musik hören hinter mir und bin echt begeistert. Ich habe Mundorf-Spulen und Janssen MKBs verbaut mit ordentlichen Widerständen. Jeder Weg einzeln in der Box weit getrennt. Ich höre in der Musik Dinge, die habe ich noch nie gehört, wie zum Beispiel das Ausschwingen von Hi-Hat beim Schlagzeug oder so bei so Zeugs wie Little Dragon, wo man Schwankungen in Instrumenten hören kann. Völlig verrückt, alles löst sich und man hat eine Bühne mit Tiefe, alles so klar und deutlich. Die Originalfrequenzweiche ist echt eine miese Drossel. Die Lautsprecher sind nicht die billigsten, aber die Weiche versaut echt viel. Besten Dank für dein Video. Ja? Also er hat seine alte Heco-Box oder seine, weiß nicht wie alt die ist oder neu oder wie auch immer, nach dem Prinzip, wie ich es in meinem Experiment gezeigt habe, umgebaut. Also er hat nur die Weiche, wie sie ist, einfach die Wege getrennt und mit besseren Bauteilen von Mundorf und Janssen versehen. Und sein Lautsprecher ist plötzlich ein komplett anderer. Ja, und das freut mich total, dass ich mit meinem Experimentvideo ihm da dazu geholfen habe quasi, dass er seinen Lautsprecher komplett neu erlebt. Hm? Das ist doch super. Und das wollte ich auch mit euch teilen. Hm? Ich habe jetzt
einen wunderschönen Besuch gehabt. Die Ricarda ist zu mir gekommen mit ihrer M1 und ich habe das erste Mal jetzt M1 hören können. Das Ding klingt sehr, sehr sauber, sehr beeindruckend und unheimlich schön. Also auch die M1, das ist jetzt das kommende Projekt. Wir müssen uns jetzt erst einmal erholen und einmal schauen. Wir haben jetzt leider diese juristische Geschichte und wir haben jetzt hier einen Streit und Strafen und so. Bei uns fließt jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit das Geld in die falsche Richtung. Und ich habe hier ein bisschen, das ist sehr anstrengend. Das nimmt einen seelisch mit. Also man muss ständig dran denken. Man weiß nicht, was kommt dann noch von dem gegnerischen Anwalt daher und so. Das ist alles nicht schön. Das ist sehr traurig und das wird mich jetzt ein bisschen beeinflussen. Aber ich werde mich trotzdem bemühen, dass ich euch wieder so regelmäßig wie möglich verrückte, schöne, nette Videos bringe. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, habt Spaß, seid ein bisschen verrückt, das ist ganz wichtig. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Baba!